Ach, das ist die Linse. Gut. So, Ton bitte. Ton. Also, ich sehe das nicht ein, das ist das jetzt hier sagen soll. Ich werde es aber auch nicht sagen, Mutti. Ich nicht. Nee, Max. Nee, du bist... Nee. Ich hab damit... Ich hab aber auch nicht. Ich bin nicht dran schuld. Ja, ich aber auch nicht. Ja, es ist immer niemand dran schuld. Immer die Mutter, immer die blöde Alte. So, wir machen das jetzt einfach. Wenn wir nur noch sagen, Achtung, es geht los. Nee, ach so, mit dem Gelapp fangen wir erst an. Okay. Hallo? Guten Abend erstmal. Schön, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Also wir müssen uns, der Mutti und ich, müssen uns ausdrücklich mal heute bei euch für das Missverständnis entschuldigen. Also es gab, oder es gibt diverse Missverständnisse, was das, die Datumswahl anbetrifft des Films. Also in 2015 wird es leider keinen Film geben. Nee, das geht nicht. Das ist nicht machbar. Also wir haben niemals, oder? Nee. Niemals haben wir 2015 gesagt. Also immer 2016. Das. Und wer behauptet, dass 2015 der Film fertig sein sollte, der soll bitte das beweisen. Kann's nicht. Ich auch nicht. Ihr, nochmal für euch Journalisten zum Mitschreiben. Also es war nie gesagt, Mutti, es war nie gesagt, meine Worte, dass 2015, dass es da von uns überhaupt irgendeinen Film gibt. Das ist gar nicht machbar. Ich frage mich sowieso, woher plötzlich solche Aussagen kommen, dass, warum wir ja auch so mehr oder weniger am Pranger sitzen, stehen. Ich verstehe die Aufregung um das Ganze nicht. Im Endeffekt, wenn jemand der Meinung war, was ist so, dann können wir uns nur entschuldigen dafür. Wir bleiben bei 2016, wie es eigentlich vom Anfang an, alles andere wäre Makulatur. Wie es halt immer so ist, man streitet sich an, wir haben ja am Set, es wird einmal gezankt. Wir hatten ja auch, muss man auch sagen, personelle Ausfälle da mit unserem alten Tonmann. Was mit dem passiert ist? Also wir können zu dem Ausgang, was mit dem Tonmann ist, leider nicht sagen. Wir müssen ja noch die Untersuchungen in der Kripo abwarten, aber ja, es ist... Eine sehr gute Frage. Bei uns gab es personelle Veränderungen. Wir haben einen neuen Tonmann. Ui. Das ist ein Lehrling. Ich stelle ihn mal kurz vor, jetzt drüben steht er. Ich bin der Ehm. Hallo Ehm. Ja, mit dem ersten Tonmann, da ist was, was nicht mehr bei uns, da ist was passiert. Was ist denn mit dem passiert? Der ist leider taub geworden. Das kannst du doch den Leuten ja erzählen. Was ist denn, wenn der das jetzt hört? Oh, ja. Wird es auf jeden Fall 2016. Okay, also den Film wird es 2016 definitiv geben. Es sei denn, dieses Jahr fällt Silvester aus. Oder? Ja. Hat es wirtschaftliche Gründe? Eine schöne Dose Würzfleisch. Gab es technische Probleme? Tschechische? Bitte die Frage nochmal wiederholen. Nächste Frage. Sag mal, wo ist denn unser Lehrling? Ton! 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 Warum ist denn der alte Tonmann taub? Tot, anderes Mikro. Mensch, geh doch mal rüber, du altes Sackgesicht! Oh ja? Na, gefällt dir mein Ziegenbart?